Patentfamilie. Was ist eine Patentfamilie? Wie ist eine Patentfamilie definiert? Wie recherchiere ich eine Patentfamilie? Was ist eine erweiterte Patentfamilie? Was gilt als Erstanmeldung? Wo ist ein Patent überhaupt gültig? Wie finde ich leicht Übersetzungen von Patenten in anderen Sprachen? Was für Auswirkungen haben Patentfamilien auf Patentstatistiken? Was passiert, wenn Prioritäten in Patentfamilien nicht wirksam sind? All diese Fragen beantworte ich in diesem Video und zum Schluss erkläre ich, was in Patentfamilien Phantommitglieder und schwarze Schafe sind. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich alles zu Patentfamilien. Haben Sie sich schon mal gefragt, in welchen Ländern ein Patent überhaupt gültig ist? Wollten Sie schon mal eine Übersetzung zu einem japanischen Patentdokument finden? Was ist eine Patentfamilie? Eine Patentfamilie ist eine Gruppe von Patentanmeldungen oder erteilten Patenten, die miteinander verwandt sind, ähnlich wie in einer richtigen Familie. Und als verwandt bezeichnet man Patentdokumente, die zueinander äquivalent sind und wenigstens eine Priorität, also eine Erstanmeldung, gemeinsam haben. Ein Beispiel: Ein Patentanmelder reicht zunächst eine deutsche Patentanmeldung ein. Innerhalb der Prioritätsfrist von 12 Monaten reicht er eine PCT-Anmeldung ein. Aus dieser PCT-Anmeldung gehen dann eine europäische Patentanmeldung, eine japanische Patentanmeldung, eine chinesische, eine US-Patentanmeldung und so weiter hervor. Und alle diese Patentanmeldungen oder erteilten Patente bilden dann eine Patentfamilie, die über das gemeinsame Prioritätsdokument, nämlich die erste deutsche Anmeldung, die sogenannte erste Anmeldung, miteinander verwandt sind. Und was ist nun eine einfache Patentfamilie im Vergleich zur erweiterten Patentfamilie? Dazu müssen wir erst einmal realisieren, dass Patentdokumente die Prioritäten von verschiedenen Patentanmeldungen in Anspruch nehmen können. Ein Beispiel: Ein Patentanmelder, sagen wir ein Kosmetikkonzern, hat ein neues Haarshampoo entwickelt und hat dafür eine deutsche Patentanmeldung hinterlegt. Und kurz danach sieht er, dass in einer Nachbarentwicklungsabteilung ein ganz vergleichbares Haarshampoo entwickelt worden ist, was fast genau das gleiche Haarshampoo ist, aber eben einen kleinen anderen Aspekt hat, und meldet dafür auch eine Patentanmeldung an. Und um Kosten zu sparen oder einfach aus Patentstrategie, werden dann daraus zum Beispiel eine PCT-Anmeldung, die dann beide Prioritäten in Anspruch nimmt, also auf beiden Patentanmeldungen basiert. Vielleicht wird es noch eine PCT-Anmeldung geben, die nur eine Priorität in Anspruch nimmt und noch eine PCT-Anmeldung, die nur die andere Priorität in Anspruch nimmt. Und daraus entstehen dann wieder Patentanmeldungen und erteilte Patente, die eben entweder die eine Priorität in Anspruch nehmen, die andere Priorität in Anspruch nehmen oder beide Prioritäten in Anspruch nehmen. Bei einer einfachen Patentfamilie gelten nur Patentdokumente miteinander als verwandt, wenn alle Prioritäten identisch sind. Also in dem vorigen Beispiel wären dann nur diejenigen Patentdokumente in einer Patentfamilie, die zum Beispiel nur die eine deutsche Patentanmeldung als Erstanmeldung beanspruchen als Priorität. Dann gibt es noch eine weitere einfache Patentfamilie von allen Dokumenten, die beide ersten deutschen Patentanmeldungen als Priorität in Anspruch nehmen. Und dann noch eine dritte einfache Patentfamilie, die eben nur die zweite deutsche Patentanmeldung als Erstanmeldung in der Priorität in Anspruch nehmen. In der erweiterten Patentfamilie muss nur eine der Prioritäten übereinstimmen. Das heißt, zu der erweiterten Patentfamilie würden in dem Beispiel alle Dokumente zählen, die die Priorität der ersten Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Und es würden auch alle Dokumente zu der Patentfamilie gehören, die die Priorität aus beiden Erstanmeldungen in Anspruch nehmen. Noch ein Beispiel für die Praxis. Wir sehen uns die einfache Patentanmeldung dieser US-Patentanmeldung an. Und in der einfachen Patentfamilie sehen wir nur ein einziges Dokument. Diese einfache Patentfamilie sehen wir in dieser Datenbank S-PassNet unter auch veröffentlicht als auf der Seite der bibliografischen Angaben. Die erweiterte Patentfamilie können wir uns zu dem Dokument in dem Tab InPADOC Patentfamilie ansehen oder InPADOC Patent Family auf der linken Seite des Menüs auf S-PassNet. Und dort sehen wir, dass bis zu 8 verschiedene Prioritätsdokumente existieren und in der Patentfamilie, in der erweiterten Patentfamilie, 89 Dokumente existieren. Hier sind alle Dokumente enthalten, die wenigstens
eine Priorität von den genannten oder gezeigten 8 Prioritätsdokumenten in Anspruch nehmen. Unten in der Beschreibung habe ich einen Link zu der einfachen Patentfamilie und zu der erweiterten Patentfamilie verlinkt. Was genau zählt nun als Erstanmeldung? Als Erstanmeldung zählt natürlich jede Patentanmeldung, die zum ersten Mal ein bestimmtes erfinderisches Konzept, eine bestimmte Technologie zum ersten Mal offenbart. Teilanmeldungen und Continuations in den USA gelten daher nicht als Erstanmeldung. Als Erstanmeldung gelten allerdings auch Continuations in Part und Provisional Patent Applications, bestimmte Sonderfälle in den USA. In diesen Anmeldungen sind in der Regel neue Konzepte enthalten, sodass diese eben auch als Erstanmeldungen gelten. Wie findet man nun heraus, in welchen Ländern ein bestimmtes Patent erteilt ist und in welchen Ländern eben eine Patentanmeldung hinterlegt ist? Dazu gibt man beispielsweise in ESPASnet, aber auch anderen geeigneten Datenbanken die Veröffentlichungsnummer in das Suchfeld ein und findet dann, wie oben dargestellt, die einfache oder erweiterte Patentfamilie. Um dann herauszufinden, ob das Patent oder die Patentanmeldung in den einzelnen Ländern noch in Kraft ist, sollte man in die jeweiligen nationalen Register gehen. Da gibt es natürlich auch Webseiten von jedem Patentamt, jedenfalls in der Regel, wo man dann eben den tatsächlichen Status dieser Patentanmeldung oder des Patents abfragen kann. Die Patentfamilienrecherche kann auch hilfreich sein, wenn man ein Patentdokument in einer Sprache vor sich hat, die man nicht beherrscht und man eine Übersetzung braucht. Dann kann man eine Patentfamilienrecherche machen, zum Beispiel wenn ich ein chinesisches Dokument habe und ich selbst kann kein Chinesisch, dann gebe ich die Publikationsnummer des chinesischen Dokuments ein und finde dann eben, wie vorhin beschrieben, die zum Beispiel erweiterte Patentfamilie und finde dann heraus, dass es zum Beispiel eine parallele europäische Patentanmeldung oder eine parallele US-Patentanmeldung gibt, kann mir die dann ausdrucken oder runterladen und eben lesen. Bei Patentverletzungsverfahren, insbesondere bei komplexen Patentverletzungsverfahren, in denen in verschiedenen Ländern gleichzeitig geklagt wird oder jedenfalls zu befürchten ist, dass in verschiedenen Ländern später auch geklagt wird, sollte man beachten, dass die einzelnen erteilten Schutzrechte unterschiedliche Schutzbereiche haben können. Denn die Prüfer ticken natürlich in jedem Land etwas anders. Und es kann sein, dass man in Europa aus einem Patent verklagt wird, was einen bestimmten Schutzbereich hat, das aber in den USA vollkommen anders erteilt worden ist und man vielleicht gar nicht in diesen Schutzbereich als Patentverletzer hineinfällt. Also, wenn man wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird, sollte man zunächst eine Patentfamilienrecherche durchführen und sich die genauen erteilten Patentansprüche in den einzelnen Ländern ansehen. Warum sind Patentfamilien für Patentstatistiken überhaupt relevant? Also an Patentfamilien kann man eben die Patentstrategien oder Kennzahlen für Patentanmelder leicht ablesen. Wenn der Patentanmelder sehr viele Patentanmeldungen hat, aber sehr wenige Patentfamilien hat, heißt das, dass er sehr viele einzelne technische Konzepte, technische Erfindungen zum Patent anmeldet, diese dann aber nicht in sehr vielen Ländern jeweils dann weiterverfolgt. Also es gibt sehr viele Patentfamilien und sehr viele Patentschutzrechte. Wenn es viele Patentschutzrechte, aber nur wenige Patentfamilien gibt, heißt das, dass er nicht so viele Erfindungen tatsächlich macht, aber diese Erfindung in vielen verschiedenen Ländern weiterverfolgt. Und was passiert, wenn die Priorität nicht wirksam ist, wenn also in den Nachanmeldungen, in den Ansprüchen 1, den unabhängigen Ansprüchen, Merkmale enthalten sind, die in den Prioritätsdokumenten gar nicht offenbart sind? Dann fällt die Patentfamilie auseinander und das ist in den Datenbanken natürlich nicht dokumentiert. Das muss man dann selbst für sich rausfinden in dem jeweiligen Fall, dass eben die Patentfamilie gar nicht so zusammengehört als Familie. Was sind nun schwarze Schafe und Phantommitglieder? Manche Patentämter veröffentlichen zu bestimmten Publikationsnummern gar kein Dokument. Also, wenn man zum Beispiel eine PCT-Anmeldung einreicht, dann wird automatisch beim australischen Patentamt eine Veröffentlichungsnummer generiert. Dann denkt man, es gibt eine australische Patentanmeldung. Und wenn man dann danach sucht, findet man eigentlich nur bibliografische Informationen und gar kein Dokument. Es wird dann einfach auf die PCT-Anmeldung verwiesen.
Ähnlich ist es, wenn aus PCT die europäische Phase beim Europäischen Patentamt eingeleitet wird, dann wird in der Regel kein eigenständiges Dokument erzeugt, sondern es wird einfach auf die veröffentlichte PCT-Anmeldung Bezug genommen. Das sind sogenannte Phantommitglieder. Und was sind nun schwarze Schafe? Nehmen Sie an, Sie haben ein chinesisches Dokument gefunden und können kein Chinesisch und freuen sich, dass es in der Patentfamilie auch ein zum Beispiel australisches Dokument gibt. Sie rufen das australische Dokument auf und finden einfach das chinesische Dokument wieder. Das schwarze Schaf in der Patentfamilie. Also ein Dokument in der Patentfamilie, das in einer Nicht-Amtssprache des jeweiligen Patentamts verfasst ist. Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, dem lege ich den sehr ausführlichen Artikel von Adlin Simmons ans Herz, den ich hier in diesem Video einbinde und auch unter diesem Video verlinkt habe. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was Patentfamilien sind. Wenn Sie jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, abonnieren Sie meinen Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.